Ich merke, in einem Zen-Kurs entsteht wie ein bisschen andere Atmosphäre als in einem Kontemplationskurs. Und bis jetzt habe ich mir gesagt, Kontemplationskurs sind, es ist wie eine Spur mehr Zärtlichkeit drin. Zen hat natürlich von seiner Tradition her das eher ganz strikte, manchmal fast militärische, wo Disziplin oder die Ordnung ganz wichtig ist. Das pflegen wir in den Kontemplationskurs auch. Aber gleichzeitig, ich weiss nicht, mit was es zusammenhängt. Letztlich wahrscheinlich auch mit dem, dass der christliche Glaube sich immer auch als oder in Beziehung ausdrückt. Dass das halt auch ins Meditieren hineinspielt. Und dass es von dort her, obwohl man gleich intensiv sitzt, auch gegenstandslose Meditation macht, kommt wie eine andere Qualität in den Raum. Und das kann ich, stelle ich einfach fest, dass das so ist. Und dass man beides gut tut. Ähnlich, wie ich es vorher beschrieben habe im Gottesdienst, wirklich das, was das Christliche so betont, dass wir gegenüber, das Gehalten sein in einer Beziehung, mehr Ausrichtung zu haben vielleicht, als in dieser total offenen Weite von der Stille, wo man einfach in der Stille da ist. Was Wunderbares sein, aber was man als Mensch so gut tut, einfach auch den Beziehungsaspekt können zu pflegen. Und ich glaube, das spielt automatisch rein, auch wenn man in den Kontemplationskurs wirklich Sazen, also das ganz stille Sitzen, übt.